Bevor wir so richtig anfangen mit unserer Andacht, kommen Sie mal einmal mit zum Tanken. Oh, muss tanken. So, jetzt sind wir hier an der Tankstelle. Mein Tank war fast leer. Wie ist das denn bei Ihnen? Sind Sie eher einer auf den letzten Tropfen Tanker oder Tankerin? Oder ist bei Ihnen der Tank immer fast voll? Sind Sie schon mal stehen geblieben auf der Straße, weil der Tank leer war? Mussten Sie dann mit dem Kanister zu Fuß loslaufen? Mein Tank ist schon immer meistens fast leer, aber ich habe es gerade immer noch geschafft, rechtzeitig zu tanken, weil ich habe ja die Tankanzeige und zum Glück war die auch noch nie kaputt. Ja, dann tanke ich jetzt mal fertig und dann bezahle ich und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier sind wir nun wieder unter meinem Baum bei mir zu Hause. Der Baum hat nun wie alle Bäume sein Herbstkleid angezogen. Das erste Mal, dass wir hier Andacht gefeiert haben, unter diesem Baum war es im Frühjahr. Jetzt ist der Herbst und der Baum sieht ganz anders aus. Das hier, für mich ist das hier ein Ort zum Auftanken. Ich gehe gerne hier, setze mich gerne hier hin unter diesen Baum. Auftanken. Da ist es wieder das Wort tanken. Und da möchte ich Ihnen die gleichen Fragen stellen wie vorhin an der Tankstelle. Was sind Sie denn für einer oder für eine? Ein auf den letzten Tropfen Tanker oder Tankerin? Oder ist bei Ihnen der Tank immer voll, halb voll? Nutzen Sie Ihre Kraftreserven voll aus und merken das erst, wenn Sie auf der Nase liegen? Oder ist Ihr persönlicher Krafttank eben immer voll, halb voll? Energie ist eine Frage der Einstellung. Wenn man zum Beispiel das Geld mal als Beispiel nimmt, dann ist der Monatslohn bei manchen schon vor dem Ende des Monats aufgebraucht. Mit unserer Energie scheint es manchmal ähnlich. Über 20% der Deutschen fühlen sich fast immer angespannt und erschöpft. Fast die Hälfte, häufig zeigen, also fast die Hälfte fühlen sich häufig angespannt, erschöpft. Das zeigen die Umfragen der Krankenkassen. Unsere größten Energiefresser, denke ich wohl, das sind unsere Ängste und unsere Sorgen. Schließlich ist unser Warnsystem im Gehirn auf Katastrophen und Gefahren gepolt. Deshalb nehmen wir negative Situationen und Gefühle viel stärker wahr als positive. Das ist ja alles schön gesagt und eigentlich ja auch nichts Neues. Nur, was können wir tun? Was kann ich tun? Was können Sie tun, um das zu verändern? Fromme Sprüche helfen da sicherlich wenig. Die schönen Momente unseres Lebens, in der Erinnerung oder in der Gegenwart wahrgenommen, die verschaffen uns Leichtigkeit. Die geben uns neue Energie. Nur, wer erinnert uns immer wieder daran? Wer erinnert uns immer wieder daran, dass wir das auch wahrnehmen, diese Momente? Machen Sie doch daraus ein Ritual. Das
ständige Wiederholen von Ritualen schafft tatsächlich im Gehirn eine neue Wirklichkeit. Ich könnte Ihnen viel über Rituale erzählen, aber dann wäre das ein Vortrag und wir erleben hier ja gemeinsam eine Andacht. Ich möchte Ihnen nur ein Ritual vorstellen. Das könnte schon einiges verändern und eine Kraftquelle sein. Dazu gehört eine kleine Geschichte. Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine linke Hosentasche. Immer wenn er während des Tages etwas richtig Schönes erlebt hatte, wenn ihm etwas Freude bereitet hatte oder er einen Glücksmoment empfunden hatte, dann nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche und steckte sie in die rechte Hosentasche. Am Anfang kam das sicherlich nicht so oft vor. Aber von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen, die von der linken Hosentasche in die rechte wanderten. Der Duft der frischen Morgenluft, der Gesang der Amsel auf dem Dachfirst, das Lachen seiner Kinder, das nette Gespräch mit den Nachbarn. Immer wanderte eine Bohne von der linken in die rechte Tasche. Bevor es dann er am Abend zu Bett ging, zählte er die Bohnen in seiner rechten Hosentasche und erinnerte sich an jede kleine Begebenheit und freute sich darüber und ging dann entspannt ins Bett und konnte ruhig einschlafen. Es sind nicht die glücklichen Menschen, die dankbar sind. Es sind die dankbaren Menschen, die glücklich sind. Eine andere Idee ist, man kann auch ein Dankbarkeitstagebuch führen und sich am Ende des Tages alles aufschreiben, was des Dankens wert gewesen ist. Oder machen Sie sich doch einfach ein Dankbarkeitsglas, wie dieses hier. Schreiben Sie auf kleinen Zettelchen auf, was Sie erlebt haben an schönen Dingen. Und jede Kleinigkeit ist es wert. Und machen Sie das möglichst immer zur gleichen Zeit. Vielleicht noch eine nette Tasse Tee oder was auch immer Sie mögen dabei. Ein entspannter Moment, wo Sie all das aufschreiben und sich daran erinnern, Sie sind dieses Gläschen tun. Und dann, wenn man mal wirklich so richtig durchhängt, dann kann man sich dieses Gläschen nochmal wieder an die Hand nehmen und nochmal reingucken. Was war das, was ich alles so in der letzten Zeit an schönen Dingen gesehen und erlebt habe? Ich habe das jemand erzählt, gesprochen von meiner Andacht. Und er hat mich dann ja gefragt, ja, aber wenn ich Danke sage, dann brauche ich doch auch immer ein Gegenüber. Wem sage ich dann dieses Danke? Und ich denke, das muss jeder letztendlich für sich entscheiden. Aber ich finde, Gott ist ein gutes Gegenüber, um Danke zu sagen. Danke dem Herrn, denn er ist sehr freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Lassen Sie uns zusammen das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich. Und er behüte dich. Und er lasse sein Licht leuchten über dir und mache dich heil. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich hält.